Ach, Sieglinde, das ist ja schön. Guten Abend. Guten Abend. Toll, dass du wieder da bist. Mir brennt nämlich ganz viel auf dem Herzen, worüber wir heute sprechen müssen. Aha. Aber vorher erst einmal, hallo, liebe Kinder. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns so ein bisschen belauschen wollt. Und Sieglinde erzählt ja heute noch eine Geschichte. Ja, hallo. Sieglinde, wir haben ja jetzt schon sehr oft auch immer über Geschenke gesprochen. Mhm. Ja, und weißt du, manche Kinder können das ja auch gar nicht so unbedingt abwarten. Jetzt hat mich eine Mutti und ein Vati aus der Südstadt angerufen und haben mir erzählt, dass die Kinder immer in den Kleiderschrank schauen, auf den Dachboden hinauflaufen und dort nachsehen. Dann rennen sie wieder runter in den Keller und schnuckern und schnökern da auch ein bisschen rum. Warum machen die Kinder das, Sieglinde? Na, die machen das, weil sie die Neugierde nicht mehr aushalten können. Und weil sie einfach wissen wollen, was sie geschenkt bekommen. Aber weißt du was, Weihnachtsmann, ich habe das als Kind auch gemacht. Was, geschnüffelt? Könnt ihr euch das vorstellen? Sieglinde, du hast geluschert? Aber weißt du, das ist überhaupt nicht schön. Weil wenn man dann sieht, was man geschenkt bekommt, dann ist die ganze Vorfreude futsch. Ja, stell dir mal vor, ich hatte mal so einen Fall, da haben die Kinder auch geluschert und geschnüffelt. Da haben die Eltern mich angerufen und die Kinder saßen am 24. Dezember unterm Weihnachtsbaum und haben sich gedacht, haha, jetzt legen wir den Weihnachtsmann aber rein und werden mal sagen, was wir alles bekommen. Tja, Sieglinde, und dann habe ich zum Beispiel meinen Sack aufgemacht und da kam da kein Nintendo DS raus, sondern ein Rätselrateheft. Das Mädchen hatte gemeint, sie hätte einen Teddybären für sich gesehen. Nein, nein, da war das mit einmal nur noch ein Malbuch. Tja, die Kinder haben Augen gemacht, sag ich dir, Sieglinde. Also ich würde sagen, ihr luschert lieber nicht, sondern hört, was ich jetzt für eine Geschichte lese. Genau, wir luschern nicht, wir lauschen. Fängt beides mit L an. Genau. Na, dann fang mal bitte an, Sieglinde. Es geht um einen kleinen Bär. Der spazierte mit seinem Opa am Fluss entlang. Plötzlich entdeckte der kleine Bär eine Forelle im Wasser. Schnell, Opa, rief er. Er stürzte sich in den Fluss, fing die Forelle geschickt und hielt sie stolz seinem Opa entgegen. Opa lächelte. Du bist ein flinker kleiner Bär, sagte er. So flink wie du war ich früher auch. Aber jetzt kenne ich bequemere Wege, um an mein Essen zu kommen. Welche denn, Opa? Fragte der kleine Bär. Tja, ich wende eine List an. Ich habe Geduld und warte hier bei den Stromschnellen, bis die Forellen aus dem Wasser springen, direkt in mein Maul. Wow, sagte der kleine Bär voller Bewunderung. Ich finde dich toll, Opa, du bist so klug. In diesem Augenblick rauschte ein Adler herbei. Mit den Flügeln berührte er den Pelz des kleinen Bären. Seine scharfen Krallen waren ganz nah. Voller Angst kletterte der kleine Bär auf einen Baum. Opa lächelte. Früher konnte ich auch so gut klettern wie du, sagte er. Meine Arme waren kräftig, aber heute muss ich nicht mehr davonlaufen. Wirklich nicht? Fragte der kleine Bär. Tja, erwiderte Opa, ich bin einfach nicht mehr so schüchtern. Als der Adler eine Kehre machte und wieder auf sie zuflog, begann Opa mit seiner tiefen, rauen Stimme laut zu brummen und zu grollen. Der Adler verschwand hinter den Bergen. Wow, sagte der kleine Bär. Opa, du bist so mutig. Ob ich jemals so klug, mutig und erfahren werde wie du? Ganz bestimmt, antwortete der Opa. Soll ich dich unterrichten? Der kleine Bär nickte. Also nahm Opa ihn mit und zeigte ihm, wie man Forellen fing und wie man Vögel verscheuchte. Der kleine Bär lernte schnell. Bald fielen weiche, dicke Schneeflocken. Jetzt müssen wir uns einen hohlen Baum suchen, in den wir beide hineinpassen, sagte Opa.
Und er zeigte dem kleinen Bären, wie man den richtigen Baum auswählte. In der Höhle kuschelte der kleine Bär sich fest an seinen Opa. Er war sehr glücklich. »Ich habe dich lieb, Opa«, rief er fröhlich. Opa kraulte ihm den Pelz. »Ich habe dich auch lieb, kleiner Bär.« »Na, das war ja eine tolle Geschichte, Sieglinde.« »Ja.« »Na, Kinder, und seid ihr denn eigentlich auch schon ein bisschen müde? Sehe ich da vielleicht schon ein bisschen Schlafsand in den Augen?« »Ich denke, jetzt wird's Zeit.« »Genau, das Sieglinde.« »Und der Weihnachtsmann.« Gute Nacht sagen.